Mein Name ist Milad Salem. Ich bin offensiver Mittelfeldspieler bei Holstein Kiel. Mein Name ist Ismail. Ich spiele mit dem SC Germania Lichtenhagen als Restverteidiger. Ich bin 28 Jahre alt und besitze die afghanische und die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich komme aus Marokko und bin 24 Jahre alt. Wie lange bist du in Deutschland? Ich bin seit 1990 hier, seit 26 Jahren. Damals bin ich mit meiner Familie aus Afghanistan über Tschechien nach Deutschland gekommen. Und bei dir? Seit 10 Monaten bin ich hier in Deutschland. Bist du direkt aus Marokko nach Deutschland gekommen? Nein, ich bin geflogen von Marokko nach Türkei, okay. Und dann Griechenland, okay. Und dann Mazedonien, okay. Und dann Serbien. Und dann Slowenien und dann Kroatien, okay. Und dann Deutschland. Wo hast du dich dann registriert, als du hier warst? In Dortmund habe ich angemeldet. Ah, hast du dich da in Dortmund registriert? Ja. Ah, okay. Ja. Wie wurde bei euch entschieden? Wir haben erstmal eine Duldung bekommen. Ach so. Aber wir hatten das Glück, dass meine Geschwister und ich direkt eingeschult wurden. Und dadurch dann erstmal hier bleiben durften. Kannst du dich mit dem Asylverfahren in Deutschland schon aus? Nein. Kannst du mir bitte erklären? Klar. Also zuerst geht es los mit der Registrierung hier in Deutschland. Ja. Der nächste Schritt ist dann, den Asylantrag zu stellen. Anschließend wird das alles bearbeitet. Nachdem das mit der Bearbeitung geklappt hat, kommt die Glaubwürdigkeitsprüfung. Hast du die schon hinter dir? Ja, ich habe das gemacht. Hast du das schon gemacht? Ja, zweite Interview. Wie lange haben die gedauert? Ungefähr eine Stunde und 20 Minuten. Okay. Waren das schwierige Fragen? Was waren das für Fragen? Woher kommen Sie und okay. Warum bist du hier? Okay. Viele Fragen. Viele persönliche Fragen. Haben Sie mit dir auf Deutsch gesprochen? Nein, ich habe mit Arabisch gesprochen. Also war ein Dolmetscher? Ja, ja. Und dann kommt irgendwann die Entscheidung. Ich hoffe positiv. Ich war noch sehr klein, aber ich weiß, dass es sehr schwer war. Und wir haben es Gott sei Dank geschafft. Ich hoffe, du schaffst es auch.